Willkommen Leute, wir sind zurück bei Mario Kart 8. So, diesmal habe ich mir tatsächlich die Mühe, also, na gut, Mühe in Anführungsstrichen gemacht und vorher hier eine gute Kartkombination zusammengebaut. Ich habe nämlich auch vorhin erst, wie heißt das? Was? PS Galeere? Wofür steht PS? Poser? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habe ich mir ein gutes Kart zusammengebaut, ne? Würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ich dachte, ich zeige das einmal kurz für diejenigen, die das vielleicht abgucken wollen oder so, wenn es diese Leute gibt, keine Ahnung. Kann ja sein, ne? Kann ja sein, dass es jetzt voll das überpowerte Kart ist und ich ja damit richtig abgehen kann und, naja, dass ihr das natürlich genauso machen wollt. Logischerweise. So, wie schon gesagt, fahren wir als zweites hier den Panzer Cup. Ich möchte einmal sagen, ne, in vergangenen Mario Karts war es zumindest für mich so, dass ich mich immer mehr auf die neuen Strecken gefreut habe und dass ich die auch immer besser fand. Aber ich darf einmal hier in dem Spiel sagen, dass die Retro-Strecken den neuen in nichts nachstehen. Nee, auf keinen Fall. Ich finde die teilweise echt besser und ist auch so krass umgesetzt, dann hier mal was mit Gravity gemacht, also mit der Gravitation und so. Das trifft sich alles richtig gut, ja, und die Strecken werden damit richtig neu und ja, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Man kann hier das Spiel kritisieren, wie man will, aber es bleibt einfach geil. Es bleibt einfach geil, es macht Spaß zu spielen. Auch wenn es online ein bisschen unfair ist, wie ich ja schon ein bisschen gesagt habe, aber naja. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen zu schlecht, möglicherweise. So, der Blooper, den finde ich gar nicht mal... Es sieht so aus, als wäre beim Blooper relativ wenig vom Screen schwarz geworden, aber kriege ich den schon wieder ab. Aber ich finde den irgendwie ein bisschen mieser als sonst. Ich weiß nicht wieso. Aber durch diese... durch die Tintentropfchen, da kann man auch überhaupt nicht durchgucken. Das sind jetzt auch so richtig heftige Flecken. Ja, ich finde den ein bisschen mieser als sonst. Ne? Bei Mario Kart 8 kommt man da auch gut und gerne noch auf dem Touchscreen gucken, um da die Karte genauer zu sehen. Und bei der Wii, da hat der Blooper eigentlich gar nichts gebracht, aber hier ist er schon gar nicht mal so schlecht. Könnte zwar noch ein bisschen mehr sein, damit er wirklich was bringt für den, der den Blooper einsetzt, aber naja, ne? Ein bisschen mieser ist es halt schon geworden, ja. Trotzdem ist der Blooper halt immer noch eins der unnötigeren Items. So, die Kumo-Weide wurde jetzt nicht so mega verändert und eigentlich nur um eine Flugpassage hier am Ende erweitert, von der ich jetzt auch nicht weiß, ob es sich lohnt, die zu nehmen. Boah, aber die Maulwurfshügel kann man jetzt immer so richtig gute Stunts machen, das finde ich voll geil. Früher haben die einen nur gestört und langsamer gemacht, aber jetzt... Ja, ja. Das bringt ein bisschen mehr Flow in die Sache, meiner Meinung nach. Ja, finde ich zumindest. So, erste Strecke war auf jeden Fall ganz gut. Ist ja auch von der Wii eine Strecke, also relativ neu eigentlich noch. Und ja, ich glaube, die macht mir hier ein bisschen mehr Spaß als auf der Wii. Auf der Wii war es eher so die, eher eine doofe Strecke. So, GBA habe ich ja kaum gespielt, das Spiel. Außer einmal als, weiß nicht, wie alt war ich denn da? Mit 6 habe ich mal ein GBA bekommen. Und das Spiel habe ich aber sehr, sehr, sehr viel später bekommen. Ich habe ja erst nur Mario Bros. Dieses Mario Bros. Da vom NES eigentlich ursprünglich für den GBA bekommen. Und naja, ansonsten habe ich halt eigentlich nie da was drauf gezockt. Bis ich dann so eine 120 Spiele auf einem Modulkarte hatte. Ja, kennt ihr ja vielleicht. Und ich habe eigentlich. Ach, ich hatte eigentlich gesagt, wir fahren diesen Part mit Bike. Ich habe es vergessen, tut mir leid. Tut mir leid, dann machen wir es im nächsten Part, ne? Die Bikes laufen uns schon nicht weg. Vielleicht schalte ich ja auch ein einigermaßen gutes frei, ja. Wobei ich wahrscheinlich auch eins nehmen werde mit viel Handling. Denn, das ist echt schwierig mit wenig Handling hier was zu reißen. Naja, ne, auf jeden Fall habe ich auch kurzfristig Super Mario, ne, wie heißt das? Mario Kart Super Circuit für den GBA gespielt. Aber die Strecke erkenne ich echt nicht wieder. Ne, ich weiß auch nicht, ja... Ich kann mich aber auch generell nicht an die Strecken von damals erinnern. Das war halt schon länger her für mich und ich habe es halt auch nicht sehr intensiv gespielt. Da auf der rechten Seite ist so eine coole Flugpassage, aber dafür braucht man einen Pilz. Denke ich zumindest. So, hier können wir einmal langfahren, wenn wir lustig sind. Hier gibt es ein Item. Und, ein Boost. Ja, den habe ich schon verpasst. Geil. Hat sich ja gelohnt, ja.
Als erster bekommt man, wie ihr auch seht, sau oft die Münze als Item. Aber ich hätte so gerne was zum Blocken, einfach nur. Ja! Dankeschön, danke Gott. Ich bin immer zu schlecht, den Boost zu erwischen da an der Seite. Der ist halt... Naja, ne, dafür muss man halt die Kurve auch ein bisschen enger nehmen, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja gut, die Flugpassage sehen wir leider nicht mehr, aber egal. Ja. Apropos Items, wo wir gerade beim grünen Panzer waren. Ja, ne, mein Bruder hat mich gerade noch auf etwas aufmerksam gemacht, was ich ja eigentlich auch noch erzählen könnte. Und zwar, hat sich das mit den Items insofern verändert, als dass man nur insgesamt eins tragen kann. So, ne? Was genau ist damit gemeint? Ja, also, wie soll man das sagen, ne? Also bei den anderen Mario Karts konntet ihr ja immer euer Item auspacken, sozusagen, indem ihr die Item-Taste halt gedrückt haltet. Und, ja, ne? Also zumindest bei den Panzern und Bananen. Und jetzt ist es egal, wenn ihr die auspackt oder halt auch nicht. Wobei die bei drei Grünen oder so auch automatisch rauskommen. Ihr könnt halt nur ein Item gleichzeitig tragen. Ja, das ist halt so das Ding. Selbst wenn ihr hier euch den grünen Panzer hinten dran gehangen habt, könnt ihr dann nicht noch ein neues Item bekommen, weil es dann immer noch in der Itembox da oben ist. Ne? Ja, ne? Was soll man davon halten? Finde ich eigentlich scheiße, weil ich... Na, ich weiß nicht. Dadurch wird man halt sau oft von irgendwelchen Panzern getroffen und darf seine Items auch kaum verschießen, würde ich sagen. Ja, ne, es sei denn, man verliert sie halt so. Aber ansonsten, finde ich nicht so gut. Finde ich nicht so gut. Trotzdem, wir werden so viel Spaß mit dem Spiel haben, das ist unglaublich. Und da kann uns sowas nicht aufhalten. Ja. Auf keinen Fall. So. Cheap Cheap Strand. Geil. Geil, 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 geil. Meiner Meinung nach einer der geilsten Retro-Strecken ever und vielleicht auch einer der besten Strecken ever. Also in dem Spiel, ne? Logischerweise ever jetzt nicht, aber ah, die hat mir schon auf dem DS so viel Spaß gemacht. DS war halt auch eine Konsole. Die haben wir so stark gesuchtet mit Mario Kart. Mit Mario Kart DS halt. Ach ja, das war schön. Da gab es auch noch Mario Bros. DS und das hatte ich mir gekauft. Mein Bruder hat sich Mario Kart DS gekauft und das haben wir so derbe gesuchtet im Multiplayer mit Freunden zusammen. Ja, im Grunde, ja gut, meistens eigentlich nur mit einem Freund, der das hatte. Ansonsten, ja, hat halt auch nicht jeder ein DS, wobei, ja, im Großen und Ganzen hat ihn relativ viele, aber kaum jemand hat das so exzessiv gesuchtet wie wir. Ja, ne, das war ja auch ein Spiel, da konnte man snaken und, da haben Joshua und ich halt immer auch um die Wette gesnaked, was das Zeug hält. Also immer diese Schlangenlinien mit Driften fahren, ne? Das bedeutet snaken. Kann man in diesem Spiel logischerweise nicht. Das wurde nach Mario Kart DS auch behoben, sozusagen. Ja, ne? Mein Bruder ist ein großer Fan vom Snaken, ehrlich gesagt, ja. Ich jetzt, ja, ich weiß nicht, es hat auch Spaß gemacht. Irgendwann hat man halt voll den Krampf im Daumen gehabt, weil man die ganze Zeit... naja, hin und her gedrückt hat. Das war halt auch ein Spiel, da musste man für den Drift noch die ganze Zeit links-rechts drücken, damit man den Boost bekommt. Ne? Hier muss man einfach nur in die Kurve gehen. Ja, es wurde alles angenehmer gemacht, aber dann hat man auch irgendwann, wenn man die ganze Zeit gesnackt hat, voll den Krampf auf dem DS. Ach ja. Ja, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war auch immer noch eines der besten Mario Karts, finde ich. Ja. Ah, wobei, ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich könnte jetzt keine Reihenfolge da aufstellen von den Besten, von den Top 5 oder so. Weil ach nee, trotz Autobahn. Ja, das ist meiner Meinung nach die schlechteste Strecke des Spiels. Aber wo war ich? Ich weiß nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, das und das Mario Kart ist besser als das andere. Bis jetzt wirkt Mario Kart 8 zumindest sehr, sehr, sehr gut. Kann ich nur sagen, ich hatte im ersten Moment ein bisschen Angst wegen den Bikes, als ich das erste Mal gespielt hatte und dann dachte, was ist das denn? Fuck! Und man kann auf die Autos drauf, ja. Ja, da hatte ich schon ein bisschen einen Schock. Oh Gott, das ist ja gar nichts. Zumindest gar nichts für mich. Und, naja, ne, das hat sich dann auch mehr oder weniger eingependelt, auch wenn ich, wie gesagt, scheiße. Mit dem Bike immer noch nicht gut bin, auch wenn ich jetzt schon mehrere Stunden gezockt habe. So, ich weiß nicht, ich glaube, es lohnt sich so gar nicht am Rand zu fahren, wenn ich ehrlich bin. Da ist der Weg halt auch einfach viel länger, als wenn man hier ganz innen fährt. Man bekommt halt ein paar Münzen, aber dafür kann man auch nicht Nutzen von diesen Autos hier machen, mit denen man hier ein bisschen drüber überschweben kann.
Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, ob das so viel schneller ist, als wenn man hier die ganze Zeit innen fährt. Na, ich weiß es nicht. Die Zeitfahrrekorde werden es dann zeigen im Endeffekt. Jetzt so vor Release könnte man ja eigentlich noch probieren, hier Zeitfahrrekorde aufzustellen, wenn ich so drüber nachdenke. Könnte man ja mal machen. Die Frage ist auch nur, mit welchen Karte eigentlich. Weiß man auch noch nicht, ne? Das Spiel müsste auch erstmal ein paar Tage raus sein. Es gibt ja jetzt schon auch Seiten wie bei Mario Kart Wiki oder so, wo die Stats irgendwie stehen. Aber, naja, so ganz durchsichtig ist mir das noch nicht. Ich habe auch noch nicht auf der Website nachgeguckt. Weil ich jetzt auch nicht so darauf aus bin, das beste Kart jetzt ever sofort von Anfang an zu fahren, sondern. Oh, ich habe runtergedrückt. Ja, irgendwie funktioniert das nicht so ganz gut in der Luft. Ich bin jetzt auch nicht so erpicht darauf, direkt am Anfang hier die beste Kombination zu fahren, wenn ich noch nicht mal das richtig steuern kann. Ja, ne? Ich nehme am Anfang relativ viel mit Handling. So, wollen wir noch einmal hier den hier machen. So, und ich glaube, das so, wie ich mir das vorstelle. Man kann hier halt auf der Strecke auch schnell verkacken. Und sie ist ein bisschen langweilig, finde ich. Man kann schnell verkacken, man kann schnell in ein Auto reinrasen. Und, oh, der Cup ist zu Ende. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die schöne Sequenz an. Und dann ist der Part vorbei. Ja, ging ja relativ schnell. Ich habe jetzt ein bisschen gelabert. Ja. So, aber schauen wir uns das noch eben an. Das sieht immer so silber aus. Also, ja gut, ist es auch. Aber wir haben natürlich den Goldpokal mit allen 60 Punkten. Und wahrscheinlich haben wir jetzt auch 3 Sterne. Ja. Gut. Gut. Ja, wobei, ich glaube, ich lasse es so lange durchlaufen, bis diese Anzeige kommt und dann ist Ende. Ja. Habe jetzt auch nicht über die Lust, das durchlaufen zu lassen. Okay. Da haben wir den Pokal, meine lieben Freunde. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns. Ah, 600 Münzen. Mit jedem Cup haben wir irgendwie 50 Münzen mehr. sehen wir uns doch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann werde ich bestimmt mit Bike fahren. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen würden. Bis dann und ciao.